Er führt mit 12 Toren und 20 Punkten in der Topscorerliste der österreichischen Eishockey-Bundesliga. Der kanadische Stürmer von den Linzer Blackwings, Graham Nott. Heuer spielt der 26-Jährige seine zweite Saison in der Stahlstadt, ist mit seinen Leistungen eine der wichtigsten Stützen der Linzer. Du bist aktuell der Topscorer der Liga. Ist das etwas, was dir vielleicht viel bedeutet? Natürlich ist es cool, ganz oben zu sein und so viele Punkte zu machen. Aber das Wichtigste ist, gemeinsam zu gewinnen. Und da mache ich einfach alles, um dem Team zu helfen. 2015 war er die erste Wahl im Draft der Chicago Blackhawks in der National Hockey League von Amerika. Der Profivertrag in der NHL ist ihm aber verwehrt geblieben. Eigentlich als Flügelstürmer geholt, wechselt er die Position zum Center. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es in der Mitte. Du bekommst viele Pucks und schon früher habe ich in der Mitte gut gespielt und mich dort wohlgefühlt. Ich war auch nach hinten defensiv orientiert und darum habe ich dann zum Center gewechselt. 2022 kommt die Nummer 49 auf Empfehlung von Scout Rick Nesheim zu den Blackwings. Es ist deine erste Station hier in Europa. Wie war die Entscheidung, Nordamerika zu verlassen und nach Österreich zu gehen? Es war eine sehr schwere Entscheidung. Es ist eine große Veränderung, in ein neues Land zu ziehen, so weit weg von zu Hause. Aber es ist toll und eine großartige Erfahrung. Sein Vertrag läuft noch bis Ende der Saison. Die Linzer möchten den Topscorer gern halten. Bei den aktuellen Leistungen wird das aber wohl schwierig. Ich weiß noch nicht, was passieren wird. Grundsätzlich will ich einfach so lange wie möglich Eishockey spielen. Zu Hause gibt's für mich keinen Job oder ähnliches. Also spiele ich hier so lange ich kann und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Mit seinen Ergebnissen am Eis ist er einer der begehrtesten Spieler der Liga. Weckt so jedenfalls das Interesse von heimischen und internationalen Clubs.